Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Bestimmt kennt jeder von euch, dass man in einer neuen Schule bzw. Klasse oder bei einem neuen Lehrer Namensschilder aus Papier aufstellen muss, um die Namen zu wissen. Dann ist es auch bei einem oder anderen dazu gekommen, dass diese Namensschilder durch einen kleinen Windstoß umgekippt sind. Damit dies nicht mehr vorkommt, habe ich eine Idee. In dem CAD-Programm zeichne ich hier gerade den Grundkörper des Schildes, also ein Rechteck. Als nächstes wandeln wir diesen Rechteck in einen Volumenkörper um, indem wir die Extrusionsfunktion anwählen und 5 mm weit nach oben ziehen. Schließlich wählen wir die Textfunktion aus und schreiben unseren gewünschten Namen auf, hier bei uns Celloman 38 Brother. Danach passen wir uns die Schriftgröße an und suchen eine passende Schrift aus. Genau den nehmen wir. Nachdem wir die Schrift zentriert haben, wählen wir die beiden Textstellen an. Dann wählen wir die Drehachse an und mit dem Drehwerkzeug drehen wir die Schrift um 45 Grad. Zu guter Letzt wählen wir alle Kanten des Rechteckes aus und runden diese mit einem Radius von 4 mm ab. Jetzt drucken wir unseren fertig gezeichneten Namensschild aus. Dazu habe ich auch einige Aufnahmen während dem Druck gemacht. So sieht dann das Namensschild nach dem Druck aus. Da die graue Farbe mir leider nicht gefällt, möchte ich sie mit Farben bemalen. Dazu schleife ich als erstmal die Oberfläche der Schrift und den Zahlen und säubere es mit Aceton, damit die Farbe besser hält. Ich male die Buchstaben mit weißer Farbe und die Zahlen mit roter Farbe an. Fangen wir gleich mal an.
So sieht dann das Ganze nach dem Malen aus und dies braucht jetzt eine Weile zum Trocknen. Wenn das Video euch gefallen hat, liked es, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.